So, heute möchte ich die Andrew-Cutler-Methode vorstellen. Die Andrew-Cutler-Methode wird benutzt, um Schwermetalle, vor allem Quecksilber, richtig und sicher und effektiv auszuleiten. Vor allem wird das bei Quecksilber benutzt, man kann damit aber auch Blei ausleiten und Arsen und ein paar andere toxische Metalle. Es gibt einige wichtige Punkte bei der Cutler-Methode. Erstens muss man wissen, welche Ausleitungsmittel benutzt werden. Und bei Cutler sind es die folgenden drei. Erstens ist es Alpha-Liponsäure, zweitens DMSA, drittens DMPS. Alpha-Liponsäure ist das einzige absolut notwendige Ausleitungsmittel. Es ist das einzige, das die Blut-Gehirn-Schranke passieren kann und Quecksilber tatsächlich aus dem Gehirn herausziehen kann und aus dem Inneren der Organe. DMSA und DMPS kann man benutzen, muss man aber nicht. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die meisten Menschen ziehen es vorziehen, Alpha-Liponsäure mit DMSA oder Alpha-Liponsäure mit DMPS zu kombinieren, da dann die Nebeneffekte der Ausleitung minimiert werden und man dann auch schneller fertig wird mit dem Ausleitungsprogramm. Es gibt aber auch einige wenige, die ziehen es vor, nur mit Alpha-Liponsäure auszuleiten, weil sie sich tatsächlich besser fühlen, wenn sie nur Alpha-Liponsäure nehmen, anstatt eine Kombination. So, das andere fundamental Wichtige bei der richtigen Ausleitung, das sind die Halbwertszeiten der Ausleitungsmittel. Und bei Alpha-Liponsäure ist es 3 Stunden. Das bedeutet praktisch gesehen, dass man Alpha-Liponsäure dann alle 3 Stunden für mindestens 64 Stunden lang nehmen soll. Also eine Runde bei der Cutler-Ausleitung besteht aus mindestens 64 Stunden. Ich werde hier 72 Stunden benutzen, weil es es einfacher macht, das darzustellen und zu berechnen. Dann 72 Stunden, das sind genau 3 mal 24 Stunden. Das sind also 3 volle Tage. Das heißt, also eine Runde ist mindestens so lang, das heißt, sie kann aber auch länger dauern. Eine Runde kann also auch 5 oder 10 oder 15 oder 25 Tage dauern. Aber also nach oben gibt es keine Grenze, aber nach unten gibt es eine. Die Runde sollte also auf gar keinen Fall kürzer als 64 Stunden lang sein. So, wenn Sie also jetzt zum Beispiel eine Runde, sagen wir mal, am Freitag um Mitternacht anfangen, dann würde die nächste Dosierung würden Sie um 3 Uhr morgens nehmen, dann um 6 Uhr morgens, 9 Uhr morgens, 12 Uhr mittags, 15 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr, 24 Uhr und dann wird das halt wiederholt, sodass man mindestens 3 volle Tage eine Ausleitung macht. Danach wird eine Pause eingelegt und die Pause sollte auch mindestens genauso lang sein wie die Runde, die man gerade absolviert hat. Wenn Sie also eine Runde von 72 Stunden gemacht haben, dann sollte die Pause auch mindestens 72 Stunden lang sein. Mindestens, das bedeutet, sie kann auch länger sein. Sie können auch eine Pause von 5 Tagen, 10 Tagen, einem Monat, 3 Monaten einlegen. Das ist egal. Natürlich, je größer die Pausen sind, die Sie machen, umso länger wird die Ausleitung dauern. So, das ist Alpha-Liponsäure. Wenn Sie Alpha-Liponsäure mit DMSA kombinieren, dann nehmen Sie beide Mittel auch in 3-Stunden-Intervallen. Wenn Sie jedoch Alpha-Liponsäure mit DMPS kombinieren, DMPS hat eine Halbwertszeit von 6 bis 8 Stunden, was dann passiert ist, dass Sie Alpha-Liponsäure wieder alle 3 Stunden nehmen, wie vorhin beschrieben, allerdings DMPS wird dann alle 6 Stunden genommen. Praktisch gesehen kann das zum Beispiel so ablaufen. Wenn Sie die erste Dosierung um Mitternacht mit Alpha-Liponsäure und DMPS nehmen, dann ist die nächste Dosierung um 3 Uhr nur mit Alpha-Liponsäure, um 6 Uhr morgens dann Alpha-Liponsäure und DMPS, um 9 Uhr morgens nur Alpha-Liponsäure, um 12 Uhr wieder Alpha-Liponsäure und DMPS, 15 Uhr nur Alpha-Liponsäure, 18 Uhr Alpha-Liponsäure und DMPS. 21 Uhr nur Alpha-Liponsäure und dann wieder Mitternacht Alpha-Liponsäure und DMPS. Und das machen Sie insgesamt für mindestens 3 Tage. So, und das ist sehr wichtig, dass man das so macht,
dass die nächtlichen Dosierungen nicht übersprungen werden. Und zwar der Grund dafür ist, dass sie möchten, dass über die Länge der Ausleitungsrunde, dass der Blutlevel von dem Ausleitungsmittel immer stabil ist. Denn wenn der stabil ist, dann ist immer genug Ausleitungsmittel da, um Quecksilber zu binden. Wenn das Niveau des Ausleitungsmittels im Blut absinkt, dann wird Quecksilber frei und es kann dazu führen, dass es zum Beispiel von ihrer Leber ins Gehirn umverteilt wird. Eine andere sehr wichtige Sache ist die, dass man eine Ausleitung nur dann unternehmen sollte, wenn alles Amalgam aus den Zähnen entfernt wurde. Sie dürfen also auf gar keinen Fall eine Quecksilberausleitung machen, wenn Sie immer noch Amalgam Füllungen haben oder sogar auch nur die geringsten Reste von Amalgamfüllungen da sind. Denn das kann zu einer dramatischen Verschlechterung der Symptome führen. Es ist also sehr wichtig, alles Amalgam zu entfernen. So, wenn Sie jetzt einmal alle Amalgamfüllungen haben entfernen lassen, dürfen Sie nicht sofort mit Alpha-Liponsäure anfangen. Sie müssen erstmal 3 bis 4 Monate warten und Ihren Körper darauf vorbereiten, Alpha-Liponsäure zu nehmen. Das heißt, wenn Sie, sagen wir mal, im Januar die Amalgamfüllung haben entfernen lassen, dann dürfen Sie erst im März oder April mit Alpha-Liponsäure anfangen. Zwischen Januar und März, was Sie machen sollten, ist nur mit DMSA oder mit DMPS auszuleiten. Denn dann bereiten Sie Ihren Körper auf die Alpha-Liponsäure vor. Nochmal ganz kurz. Die Ausleitungsmittel, die benutzt werden, sind Alpha-Liponsäure, DMSA und DMPS. Diese müssen gemäß ihrer Halbwertszeiten eingenommen werden. Alpha-Liponsäure, es ist alle 3 Stunden. DMSA, die Halbwertszeit ist 3 bis 4 Stunden. DMPS ist 6 bis 8 Stunden. Direkt nach der Amalgamentfernung dürfen Sie nur mit DMSA oder DMPS ausleiten. Erst 3 oder 4 Monate später fangen Sie an, Alpha-Liponsäure zu nehmen. Die minimalen Längen der Runden sind 64 Stunden. Und diese sollten unterbrochen werden von Pausen, die genauso lang sind wie die Runden. Also eine Runde sollte Minimum 64 Stunden lang sein, eine Pause Minimum 64 Stunden. Dazwischen gibt es jede Menge verschiedene Kombinationen, die erlaubt sind. Also viele Menschen, die fühlen sich gut, wenn sie zum Beispiel 3 Tage lang ausleiten und dann 7 Tage lang Pause machen. Andere bevorzugen es, dass die Runden genauso lang sind wie die Pausen. Also sie machen zum Beispiel 5 Tage lang Ausleitung und dann machen sie 5 Tage lang eine Pause. In einigen Ausnahmefällen ist es so, dass Menschen längere Runden machen von 10, 14 oder sogar mehr Tagen, aber dann trotzdem nur eine Pause von 3 Stunden einlegen. Also die Kombinationen zwischen der Länge der Runde und der Länge der Pause ist sehr variabel. Was nicht variabel ist, ist die minimale Länge der Runde und die minimale Länge der Pause.